Herzlich willkommen am Sonntagabend. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Ab ins Bett. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist die 1174. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco, freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und ich begrüße euch natürlich zum Recken und zum Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1174. Gute-Nacht-Geschichte. Für Sonntagabend, den 12. November. Arthur und das letzte Wort. Arthur ist ein ganz normaler Junge. Es ist auch ein ganz normaler Tag. Es kann sogar heute sein. Arthur ist ein Junge, der Bücher liebt. Nicht nur Bücher, vor allem liebt er Geschichten. In seinem Zimmer hat er ganz, ganz viele Bücher. Und jede Nacht lauscht er gespannt der Gute-Nacht-Geschichte, die ihm Mama oder Papa erzählen. Doch Arthur hat ein Geheimnis, das seine Nächte besonders macht. Arthur liebt es nämlich, das letzte Wort zu haben. Und er sucht auch nach dem letzten Wort. Das letzte Wort ist für Arthur nicht nur das Ende einer Geschichte. Das letzte Wort ist sowas wie ein Schlüssel zu einer ganz besonderen Magie. Und das macht die Geschichte erst richtig komplett. Heute Nacht scheint der Mond besonders hell in Arthurs Zimmer. Und mit einem Mal sieht Arthur im Mondschein eine geheimnisvolle Tür. Ohne zu zögern öffnet er sie und er tritt hindurch. Mit einem Mal findet er sich in einer Welt aus lebendigen Buchstaben und Wörtern wieder. Hier war jedes Wort lebendig. Und die Sätze schweben über Arthur wie bunte Schmetterlinge in der Luft. Ganz in der Ferne sieht er eine majestätische Eule, die thront auf einem Buch. Vielleicht wacht sie über die Welt der Wörter. Und so ähnlich ist es auch. Die Eule stellt sich als Hüterin der Sprache vor. Sie erklärt Arthur, dass das letzte Wort wirklich sehr kraftvoll ist. Und nun hat die Hüterin sogar noch einen Auftrag für Arthur. Er soll das wichtigste letzte Wort finden, das es überhaupt gibt, nicht nur eins, das seine Geschichten beendet, sondern auch das letzte Wort, das wirklich Gutes in der Welt bewirkt. Entschlossen begibt sich Arthur auf seine Mission. Jeder Buchstabe, den er hier trifft, der führt zu einem ganz besonderen Reich. Jedes Wort war eine Tür zu einem neuen Abenteuer. Als er zum Beispiel den Buchstaben E trifft, da erfährt er ganz viel von der Kraft der Einigkeit. Im Reich des Buchstabens F erfährt Arthur das Geheimnis der Freundschaft. Und als er dann am letzten Buchstaben ankommt, beim Z, da erfährt er die Kraft des Zusammenhalts. Arthur kehrt wieder nach Hause zurück in sein Zimmer. Er hat wirklich viel gelernt, aber das wahre letzte Wort, das hat er bisher nicht gefunden. Aber als er die Tür wieder schließt und in sein Zimmer geht,
da war es nicht nur ein Wort, sondern eine Botschaft. Gemeinsamkeit. Dieses letzte Wort kann nicht nur Geschichten beenden, sondern auch Herzen verbinden. Und als Arthur in seinem Bett liegt, kurz bevor er einschläft, da sieht er in seinem Zimmer noch einmal die Hüterin der Sprache. Sie bedankt sich bei Arthur und sie erinnert ihn an die Gemeinsamkeiten. Arthur weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net